Hallo, ihr lustigen Fallout 4-Fans da draußen und herzlich willkommen hier immer noch in Verhaber. Wir sollen jetzt mit Mitch reden, denn der hat offensichtlich einen Auftrag für uns, wie wir das letzte Mal erfahren haben. Alle miteinander. Hast du die Königin wirklich getötet? Die Seefahrerin hat das behauptet. Belästige ihn nicht, Debbie. Natürlich hat er das getan. So sieht ein echt harter Hund aus. Wir haben dich da wohl alle falsch eingeschätzt. Nun, Captain Avery nicht. Gut, die tolle Avery hatte recht. Vielen Dank, dass du mich daran erinnerst. Hier, eine Runde aufs Haus. Dankeschön. Was ist denn dein Problem mit der Avery? Was hast du für ein Problem mit Avery? Avery wurde auf der Insel geboren, aber sie war sehr lange fort. Kam erst zurück vor, nun, 10, 11 Jahren. Und seitdem versucht sie, uns allerlei Unsinn vom Festland aufzudrängen. Ich bestreite nicht, dass sie Gutes tut und ihr Herz am rechten Fleck hat. Aber warum etwas ändern, was nicht kaputt ist? Ich finde, die Ironie hier ist eigentlich sehr, sehr schön. Ne? Wir haben inzwischen ja begriffen, dass diese Insel, glaube ich, weitgehend natürlich Fischerei betrieben hat. Aber auch natürlich ganz, ganz massiv früher ein Touristenort war. Und jetzt lehnen die alles ab, was mit Festland zu tun hat. Das ist sehr freundlich von dir. Bei uns kommen ständig Festlandbewohner rein und raus. Diebe und Mörder sind die Schlimmsten. Alle anderen enden mit dem Gesicht nach unten im Hafen. Aber nicht du. Mitch, ich meine, er hat den Kapitänstanz gemacht. Vielleicht dein Onkel? Das sind meine Familienangelegenheiten. Sir, Mitch ist zu stolz zu fragen, aber wir alle sind besorgt wegen Onkel Ken. Wer ist das? Was stimmt mit seinem Onkel nicht? Onkel Ken ist der Letzte, der noch auf der Insel ausharrt. Der Kerl ist verrückter als ein Sack ausgehungerter Maulwurfsratten. Mitch hat ihm ein paar der Nebelkondensatoren geschickt. Er könnte also noch am Leben sein. Aber an den Lagerplätzen muss es nur so wimmeln vor Gott weiß was. Hör zu, so ungern ich auch frage. Aber er gehört zur Familie. Würdest du für mich nach ihm sehen? Und eine Möglichkeit finden, ihn hierher zu bringen. Ich bezahle dich natürlich. Oh Gott, ich kann ja... kann nicht handeln, aber... es wird sehr, sehr schwierig. Was, wenn er nicht kommt? Ja, fragen wir es mal. Was, wenn er nicht mitkommen will? Ja, dann schau zumindest nach ihm, okay? Die Bezahlung bleibt gleich. Nö, die Bezahlung bleibt nicht gleich. Die Insel ist gefährlich. Das wird nicht billig werden. Wenn du nachsehen gehst, lege ich ein paar Vorräte drauf, die dir im Nebel helfen. Das Last Plank ist nicht gerade eine Goldgrube. Okay. Ich werde nach deinem Onkel suchen. Er wohnt im alten Besucherzentrum. Aber pass auf, er liebt seine Fallen. Der Hartnäckige. Und ich habe keine Ahnung, ob ihr das auch seht, aber manchmal im Gespräch gerade eben haben die Farben gerade eben so ein bisschen hin und her gesprungen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das auch seht oder ob das... Also gerade eben ist es nicht. Wie kann das Last Plank oder ob das, einfach nur mein Bildschirm war. Oder ob das ein Gewitter draußen ist und wir das als Blitze sehen oder sowas in der Art und Weise. War auf jeden Fall gerade kurios. Mir fiel's auf. Ist mir vorher noch nie aufgefallen. Ach, so ein Teil haben... So ein Wachbot haben wir auf der Insel zum Glück noch nie gesehen. So, was soll ich denn jetzt noch machen? Warte mal, auf der anderen Seite ist noch jemand, der Hilfe will. Ach, jetzt redet das Mädel mit uns. Bertha. Mister, ich muss mit dir reden. Ich habe 14,5 Kronkorken. Ich will dich anheuern. Was, ein halb? Okay. Okay, ich höre. Worum geht's? Harbor-Bewohner gehören nicht auf das Dock hier. Wenn wir hier bleiben, sterben wir. Um stärker zu werden, brauchen wir Land. Von der Sägemühle am Echo Lake führen Stromleitungen zum alten Windpark. Wenn du die Gegend säuberst, können die Harbor-Bewohner die Kondensatoren reparieren und das Land vor dem Nebel schützen. Woher weißt du das alles? Mein Vater war Mechaniker. Ein guter. Bis ihn der Nebel erwischt hat. Die überrascht mich. Ja, nee, die ist bemerkenswert, ja, definitiv. Weißt du, du bist ein ziemlich bemerkenswertes kleines Mädchen. Kann sein. Ich will nur nicht, dass meine Leute auf diesem Pier sterben. Ja, die Belohnung ist ein Witz. Aber wenn meine Leute sich neu ansiedeln können, würden sie sicher alles für dich tun. Und sie würden dir mächtig was schulden. Bitte hilf uns. Na, deswegen machen wir das ja nicht. Sichere die Sägemühle. Das habe ich schon gemacht. Ich
habe das Sägewerk für euch gesäubert. Wir müssen zum Captain. Hier, deine Bezahlung. Die Leute verlassen weiter die Insel. Aber jetzt, wo es Land für sie gibt, werden sie zurückkommen. Meine Freunde haben schon alle informiert. Wir werden zurückkehren. Du wirst schon sehen. Okay, sprich mit der kleinen Bertha. Halt! Okay, die ist jetzt beschäftigt. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt hinrennt. Da. Wenn du nicht bewaffnet bist, überlebst du hier nicht lang. Kauf meine Waffen. Wenn ich niedergeschlagen bin, muntert mich ein kleiner Arm. Hallo, Bertha. Entschuldigung, Ma'am? Wir haben keine Zeit für dich, Kleine. Der Festlandbewohner hat die Sägemühle am Echo Lake gesäubert. Was? Was? Ja, sie ist sicher. Die Sägemühle ist sicher. Vorerst zumindest. Wir müssen also schnell handeln. Wir müssen von den Docks runter, Captain. Wenn du uns ein paar der Arcadia Nebelkondensatoren gibst, können meine Freunde die Sägemühle besiedeln. Zum Überleben gehört mehr als den Nebel zu bändigen. Wir müssen zusammenbleiben, Bertha. Aber hier ist es nicht gut. Haber-Bewohner brauchen eigenes Land zum Beschützen und Besitzen. Ich habe mich in dir getäuscht. Was? Nicht du. Du. Bertha kennt diese Insel besser als du, Avery. Wenn wir den Leuten ein paar Kondensatoren, Material und eine Chance geben, eine Verteidigung zu errichten, dann überleben wir. Dann wird es uns sogar gut gehen. Kann das denn funktionieren? Spricht nichts dagegen. Und auch wenn nicht, sterben sie auf ihrem eigenen Land, anstatt auf einem Steg zu verhungern. Gib ihnen die Nebelkondensatoren, Avery. Nun, ich halte dich nicht auf. Aber bis die Sache mit den Kindern des Atoms geklärt ist, ist es riskant, die Insel wieder zu besiedeln. Komm, Bertha. Du solltest mal in Echo Lake vorbeischauen. Berthas Freunde würden sich zweifelsohne freuen. Und nimm das hier. Du überrascht mich immer wieder. Nett. Abgeschlossene Nebel zurückdrängen. Ruckel. Okay, wir waren da anscheinend schon versehentlich. Wir waren da schon versehentlich. Okay, ist halt so schlimm. Mich stört's persönlich nicht. Ging jetzt dadurch plötzlich sehr, sehr schnell. Wo war denn das jetzt? Echo Lake, Echo Lake? Campingplatz, Cliff, irgendwas. Das gilt noch nicht als abgeschlossen. Verstehe ich nicht. Nationalpark, Besucherzentrum, da waren wir auch noch nicht. Holy shit. Ozeanmuseum. Brinys Köder- und Angelrouten. Ah, das ist das. Die Sägemühle, da wohnen jetzt die Leute. Da soll ich jetzt mal vorbeischauen, sagen sie. Ist vielleicht auch mal gar nicht so eine blöde Idee, vor allem, weil ich jetzt eigentlich bald zum Nukleus will. Gehen wir mal direkt dorthin. Ach Mann, jetzt hab ich verklickt, scheiße. Klicke ich drauf und klicke natürlich auf Nein. Voll geil. Ja, schauen wir mal, ob die jetzt schon da sind. Beziehungsweise, was die Leute dort sagen, die haben sicherlich auch noch Aufträge. Und dann müssen wir das mit den Kindern des Atoms klären. Nö, aber die kleine Bertha hat durchaus recht, ne? Es ist durchaus sinnvoll, sich an zwei Orten anzusiedeln, um die Überlebenschancen zu vergrößern. Oh. Wow. Ja, die haben jetzt hier Nebelkondensatoren am Start. Wow. Ich schlage mich so durch. Cool. Schön. Ich erinnere mich an diesen Ort. Ja, ich erinnere mich definitiv an diesen Ort. Hier hatten wir ein paar Ghoul-Kämpfe. Und jetzt ist es hier ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob du schon von dem Nebelkriecher gehört hast, auf den der alte Longfellow Jagd macht. Er wurde wohl in der Nähe gesehen. Er nennt die Bestie Schiffsbrecher. Er versucht seit Jahren, sie zu fangen. Bisher aber ohne Erfolg. Sie ist zurück, ja? Gut. Dann kann ich sie diesmal endgültig erlegen. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt hier seine persönliche Quest ist. Ich habe noch nie von Schiffsbrecher gehört. Hast du noch nicht davon gehört? Vom größten und hinterlistigsten Nebelkriecher der Insel, der auch noch sehr schlau ist? Er nennt die Bestie Schiffsbrecher. Er versucht seit Jahren, sie zu fangen, bisher aber ohne Erfolg. Sie ist zurück, ja? Gut, dann kann ich sie diesmal endgültig erlegen. Woher weiß man, dass das Ding in der Nähe ist? Irgendwann ist dem alten Longfellow aufgefallen, dass die Radios verrückt spielen, wenn das Monster in der Nähe ist. Er nennt die Bestie Schiffsbrecher. Er versucht seit Jahren, sie zu fangen. Bisher ja, aber ohne Erfolg. Sie ist zurück, ja? Gut. Dann kann ich sie diesmal endgültig erleben. Ist ein bisschen blöd, dass es jetzt jedes Mal so kommt. Ich könnte es nochmal machen, mache ich jetzt aber nicht.
Sag mir einfach, wie ich Schiffsbrecher finde, dann kümmere ich mich drum. Tja, so einfach ist das nicht. Der alte Longfellow verfolgt diese Bestie seit Jahren und hat sie nicht erwischt. Vielleicht hast du ja mehr Glück. Zumindest hat er herausgefunden, wie man bemerkt, dass die Bestie in der Nähe ist. Ja. Wenn du das Radio deines Pip-Boys auf die richtige Frequenz einstellst, ja, hörst du ein seltsames Kreischen, wenn sie in der Nähe ist. Ja. Longfellow sagt, dass das mit der Radioaktivität zu tun hat, die sie nach vielen Jahren im Nebel ausstrahlt. Der Mann steht doch neben uns! Seid ihr bescheuert? Die Quest ist ziemlich beknackt. Also das ist immer eine richtig beknackte Quest. Die erzählt mir das, statt dass er mir das erzählt, wisst ihr? Und er steht daneben und die sagen dreimal das Gleiche. Hey, bin ganz Ohr. Dann mal los, Captain. Ich habe gehört, dass ihr seit Jahren versucht, einen alten Nebelkriecher aufzuspüren. Ganz genau. Ich nenne sie Schiffsbrecher. Gerissenes Biest. Alle Haberbewohner halten für mich nach ihr Ausschau. Wie gesagt, du kannst die Bestie mit einem Radio orten, wenn sie in der Nähe ist. Ich habe nicht ganz verstanden, wie man diesen Nebelkriecher mit einem Funkgerät orten kann. Nun, ich kam drauf, als mir auffiel, dass Radios nicht richtig funktionieren, wenn ich Sichtungen nachging. Mir wurde klar, dass das kein Zufall war. Ich weiß zwar nicht was, aber irgendwas empfingen die Radios. Vielleicht gibt sie nach all den Jahren im Nebel ein Signal ab, das Radiowellen stört. Eigentlich ist mir der Grund auch egal. Wichtig ist nur, dass es funktioniert. Ein Vieh, das Radiowellen aussendet. Hör, warum nicht? Wir sollten es nicht aufschieben. Suchen wir die Bestie. Geh voraus. Diesmal wird sie uns nicht entkommen. Ja, vor allem, weil wir einen Pip-Boy haben. Radio. Keine Ahnung. Ist jetzt nicht das, was ich erwartet hatte. Schiffsbrecher. Hilf Mitch, hilf der Seefahrerin. Das sind alles Dinge, die ich später noch tun muss. Wo genau muss ich da jetzt hin? Für Schiffsbrecher. Ah, da ist Schiffsbrecher dann am Start. Okay. Dann springen wir da runter. Dann sind wir schon auch ganz in der Nähe von dem Nukleus. Den möchte ich jetzt eigentlich demnächst mal freischalten. Und dann wollen wir ja auch noch diesen roten Tod, oder wie das Ding heißt, angreifen. Ja, ich hab's nicht vergessen. Kam gerade eben bloß eins zum anderen. Dann verschiebt sich manchmal sowas auch wieder, ne? So. Schwarzer Bildschirm. Na, wir wechseln einfach nur die Lokalität und es dauert trotzdem gefühlt 5000 Jahre. Bis gleich. Matsch, matsch. Wir sind da. Ah, und jetzt kann ich den Funkverkehr von ihm untersuchen. Wo Schiffsbrecher. Aha. ...52,09. Es wird hier schwächer. Es wird hier definitiv stärker. Auch hier wird's stärker. Noch stärker. Was für ein widerliches Geräusch. Ich glaube, es wird Zeit von Speichern. 77% schon. Jetzt haben wir schon über 80. Da ist er. Ich glaube, ich mache das jetzt mal no-brainerig. Was haltet ihr davon? Hallo. Lustiges, es ist völlig egal, ob ich treffe. Ich muss gar nicht so genau treffen. Huhuhu, das sieht schon geil aus, so. Hab ich ihn getroffen? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn treffe.
werde auf deine Leiche anstoßen. Jetzt kommt er. Oder auch nicht. Sag mal, warum kommt das Scheißvieh nicht? Ich bin gerade ein bisschen desillusioniert. Komm, Feuer. Das war definitiv ein Volltreffer. Come on. Ja, ja, red, red, red am Arsch. Wow. Au. Okay. Mal gucken, was ich bewirken kann, so. Nicht viel, wie mir scheint. Ach, er ist mutiert. Er ist mutiert. Ha, wie schön. Au. Das ganze Geballere umsonst. Moment, wir machen es wieder anders. Nee, ganz im Ernst, so langsam aber sicher nervt mich dieses Geräusch dann doch ein bisschen. Wir haben doch jede Menge Raketenwerfermunition. Keine Ahnung, warum der mir jetzt hier. Der Bug da unten rum. Hä? Au. Er ist wieder da. Der hält ganz schön was aus. Hey, Longfellow. Oh, da habe ich daneben geschossen. Kann ich dem eigentlich an den Kopf schießen? Was passiert dann? Nicht viel. Wirklich nicht viel. Diesmal wird uns nicht entkommen. Wow. Ja, ich hab genügend von den Dingern, ey. Und ich dachte, dass das eine Herausforderung sein könnte. Der bekommt gerade über. Ah! Wow! Also der bekommt manchmal einfach keinen Schaden. Ich habe keine Ahnung, warum der jetzt gerade eben so viel einsteckt. Ich glaube, das ist der Panzer, der schluckt das einfach alles. Ach du Scheiße! Bin kein Fan vom Sterben. Schiffsbrecherchen. Warum bekommt der keinen Schaden? Verstehe ich gerade nicht. Ich versuch's nochmal mit dem Kopftreffer. Tja, man trifft den Kopf, aber irgendwie. Scheint ihm das ziemlich egal zu sein. Moment. Also irgendwie. Ich habe das Gefühl, der buggt hier so ein bisschen rum. Na toll, wie ich daneben schieße auf das Ding. Ah, das Ding tut ihm dann doch weh. Fatmans machen den Job. Mal gucken, ob jetzt seine Rüstung mal ein bisschen geknackt ist. Kann man so sehen. Hat er sich dann doch mal wieder ein bisschen bewegt. Hat das Vieh eingesehen, dass seine Position vielleicht nicht die geilste ist. Oh, Kacke, der ging daneben. Headshot, komm! Au, meine eigenen Arme getroffen. Er kommt!
schon wieder meine eigenen Arme getroffen. So, der Wahnsinn. Und jetzt wechseln wir mal wieder die Waffe. Ganz im Ernst, der Raketenwerfer macht fast keinen Schaden. Das ist echt krass. Komm, hau ihn weg. Komm nochmal. Unerledigt. Also wir machen mit dem Ding deutlich mehr Schaden als mit allem anderen an ihm. Reduziert Schaden beim Blocken und Sprinten. Ach, und er ist verletzt hier unten. Psst. Ich will nur einmal ein paar Socken finden, das keine Löcher hat. Dann mal los, Captain. Du kannst beruhigt sein, denn Schiffsbrecher ist tot. Wirklich beruhigt bin ich nie, aber jetzt sind wir zumindest eine Sorge los. So froh ich bin, dass das Ding erledigt ist. Ich werde es trotzdem vermissen. Im Nebel umherzulaufen wird weniger interessant sein. Da ich weiß, dass die Bestie nicht mehr hinter dem nächsten Felsen lauert. Ich war immer auf der Hut. Dafür bin ich dankbar, trotz der Trauer, die die Bestie über die Insel gebracht hat. Hier meine gute alte Harpunenkanone. Ich hatte sie für den Todesstoß für Schiffsbrecher aufgehoben, aber jetzt solltest du sie haben. Warum hast du es nicht benutzt? 100%. Ah, okay. Das hatten wir doch schon mal sowas in der Art. 150%. Schadensresistenz beim Nachladen. Okay, dann haben wir das hier erledigt. Quest die abgeschlossen. Schiffsbrecher. Der Hartnäckige. Geh zu Onkel Ken. Geh zu deinem Boot. Was ist euch beim Slog verteidigen helfen? Nee. Ganz im Ernst. Ihr müsst jetzt endlich mal alleine klarkommen, Leute. Ach, da muss ich hin. Okay, dann kann ich jetzt... Moment, nee, warte mal. Jetzt bin ich so nah hier dran. Jetzt will ich auch diesen Ort endlich mal kennenlernen. Holy crap. Also diese Kriecher sind schon... Diese Nebelkriecher sind schon ein bisschen übertrieben. So ein bisschen. Was Panzerung angeht, ne? Wir hatten ja schon mal so die Ehre... vor ein paar Folgen so einzubekämpfen. Und das war... schon interessant. Habe ich das jetzt hier gleich entdeckt? Ich hoffe doch sehr. Wie gesagt, ich will es entdecken, damit ich einfach dann hinreisen kann, ohne dass ich... Oh. Toll. Ich speichere mal lieber schnell. Ich glaube nämlich, dass ich da durchschwimmen muss. Oder ich muss da nicht durchschwimmen. Kann auch gut sein, dass ich da einfach hier rüberlaufen kann. Ja. Muss traumhaft sein. Dieser Ort hier. Jedem grünen Wähler blutet der Arsch. So, jetzt haben wir den Nukleus. So viel dazu. So viel dazu. Dann springe ich dahin nochmal zum Hotel. Und vom Hotel aus können wir dann da hochgehen und nach diesem Onkel gucken. Das Komische ist, dass diese komischen Netzrelais-Spulen, die der Mitch haben wollte, die haben wir schon. Aber die will er irgendwie noch gar nicht. Also zumindest hat er die, glaube ich, irgendwie erwähnt. Wenn ich mich nicht völlig vertue. Mal gespannt, wie weit der Level Cap dieses Spiels jetzt ist. Wir sind jetzt alle Dingens aktiv. Moment. Warte mal, der Dreispitz des Kapitäns. Roboterschaden ist halt reduziert. Oder einfach Laufgeschwindigkeit erhöhen. Sieht auch nicht schlecht aus. Gut, dann gehen wir in diese Richtung. Hui. Hier ist irgendwie ein Schild.
Ein Werbeschild. Direkt hier nach. Das sind so mega Riesenteile, ey. Hier ist so eine kleine Straße, ne? Und da ist so ein Mega-Schild. Hier kommen wahrscheinlich am Tag 10 Autos vorbei. Und dafür haben die dieses riesige Werbebanner hingemacht. Das ist ja mal interessant. Die Leute haben hier offensichtlich Geld übrig gehabt. Nationalpark, Besucherzentrum. Und ich habe noch ein Gebiet entdeckt. Hier ist jemand drin. Da drüben ist nochmal ein Gebiet, was man erforschen kann. Was? Ich habe das Gefühl, der läuft über seine eigenen Minen, der Typ da drin. Da ist ein Ghoul. Ja, dass der jetzt humpelt, das wundert mich nicht. Verschwinde! Siehst du? Siehst du die Leichen da? Die sind von mir! Verzieh dich, wenn du nicht die lange Reise antreten willst. Ist ja cool, ist ja cool. Du hast sie alle getötet? Ganz allein? Was? Nur weil ich ein alter Mann bin? Denkst du, ich könnte mich nicht wehren? Falsch. Okay. Dein Neffe macht sich Sorgen um dich. Er hat mich geschickt. Mitch? Mein Mitch schickt dich? Er war schon immer schlau. Hat mir die Nebelkondensatoren geschickt, damit wir hier atmen konnten. Schön, dass sein Onkel ihm noch was bedeutet. Aber so... Was? Was hast du getan? Sie kommen! Sie kommen! Was? Was kommt? Was? Was kommt? Wer weiß, was es dieses Mal ist? Meine Fallen sind nicht scharf. Meine Verteidigung ist demoliert. Schnell, schau, was du mit den Vorräten der Werkbank anfangen kannst. Sie kommen bald. Was? Verteidige das Besucherzentrum, okay. Kann ich da jetzt... Moment. Durchschalten, Bewaffnung. So ein Geschütz könnte ich vielleicht setzen hier an der Stelle. Und an der Stelle... vielleicht auch an der Stelle... Mehr geht, glaube ich, nicht. Nö, sie kommen schon. Was auch immer jetzt kommt. Mehr kann ich irgendwie nicht tun. Ich hab doch schon, was soll denn das? Oder kann ich jetzt noch mehr? Nee, mir fehlen die Zahnräder. Oh, hi! Da kommen die Fallensteller. Ey, sag mal. Den haben wir erledigt. Heilen kurz mal. Sag mal, hast du noch alle? Oh, fuck, ey. Boah, ey, diese Harpunendinger sind echt fies. Also die Harpun-Dinger sind echt fies. Und auch den haben wir erledigt. Was hat denn der dabei? Gab's was Gutes? Einfach nur Harpun-Munition, okay. Harpune, Harpune, Harpune. Da oben wird auch noch gekämpft. Gegen wen kämpfen die denn da? Ich weiß nicht, gegen was die da kämpfen. Was ist das? Ach, gegen Wölfe. Das ist aber schlecht für sie. Oh, hi. Oh. Au. Boah, fuck. Ah. Diese scheiß Harpune, ey. Die Nerven. Boah, die tun echt weh.
Level up, schön. Keine Ahnung, wo da einer ist. Ich greife ihn einfach an. Boah. Blind fighting from hell. Ich habe keine Ahnung, wo noch einer sein soll. Ich sehe zumindest niemand. Da hinten. Wie er rumquietscht. Na also. Dann hole ich mir noch meinen Loot. Ach nee, da ist er ja, der Alte. Hi. Nicht schlecht. Brav von Mitch, dich zu schicken. Aber du solltest nun trotzdem gehen. Adieu, adieu. Bevor du noch mehr von denen anlockst. Mitch will, dass ich dich sicher nach Hause bringe. Bitte geh nach Far Harbor. Das hier ist mein Zuhause. Und du möchtest, dass ich in Far Harbor wie ein Bettler lebe? Ich kann nicht einfach von hier weg. Ich finde es total doof, dass der Longfellow das nicht mag. Du hast Familie, die sich um dich sorgt. Willst du dich einfach so von ihr abwenden? Ich bin ein alter Mann. Ich möchte einfach nur meine letzten Tage auf meinem Land verbringen. Das kannst du nicht verstehen. Sieh das einfach als Urlaub. Du kommst zurück, wenn es wieder sicher ist. Du bist so hartnäckig. Okay, bist du jetzt glücklich? Du hast mich aus meinem Zuhause vertrieben. Ich packe meine Sachen. Cool. Jetzt kann ich auch zu Mitch zurückkehren, auch wenn das dem alten Longfellow mal wieder gar nicht gefallen hat. Aber es ist mir egal. Ich habe seine... Was ist eigentlich seine besondere Fähigkeit? Jeder hat doch normalerweise irgendeine besondere Fähigkeit, die dadurch aktiviert wird. Igittigit. Man weiß es nicht. Ich sammle mal hier ein, was hier noch so rumliegt. Das ist nur eine Harpunenkanone. Ich werde diese Leichen hier niemals wiederfinden, alle, oder? Ich glaube nicht. So, wo ist jetzt deine Bude? Denn ich... Ach, da. Ich laufe direkt daran vorbei. Ich will sie natürlich noch durchsuchen. Ich möchte sie durchsuchen. Und ich glaube, das ist einer der am besten beschützten Orte jetzt überhaupt hier auf der ganzen Insel. Also, was ist das? Nett. Du hast Laborstation auf Schlacke basierte Rezepte freigeschaltet. Oh, auf Schlacke. Igitt. Holy crap. Hier liegen ein paar Sachen rum. Also scheiße ist das hier nicht. Nö, das ist echt kein schlechter Ort. Hat ordentlich Platz. Könnte man ordentlich umbauen, wenn man wollte. Gut, es fehlen ein paar Wände, aber irgendwas ist ja immer, ne? Fuck. Ich bin da jetzt an der ollen Treppe vorbeigelaufen. Komm, wir versuchen es nochmal. Beim zweiten Mal schaffen wir die Treppe bestimmt. Und das hier ist sein Aussichtspunkt. Das ist wirklich nicht schlecht. Hat was. Dinnergabel. Hier unten war ja auch noch was. Naja, stimmt, die ganzen Toten. Oh, Schrotpatrone. Keine Ahnung, warum da nochmal ein Fallensteller war, den ich irgendwie übersehen hatte beim Looten. So, das einzige... Ne, ein Grill. Geil. Noch ein Grill. Noch geiler. Was? Ich kann kondensierten Nebel nehmen. Warum? Anscheinend kann man kondensierten Nebel nehmen. Ich will ehrlich gesagt gar nicht so sehr darüber nachdenken, warum das geht. So, Moment. Ja, also wir werden jetzt den roten da irgendwie nicht mehr schaffen in dieser Folge. Das sehe ich jetzt schon. Aber ich verspreche euch, wir machen es in der nächsten Folge. Ja. Weil ich natürlich wieder mal hier einfach nur Dinge sehe, die ich unbedingt... untersucht, geplündert und so weiter und so fort haben möchte.
Ja, jetzt komme ich da nicht raus. Super. Hopsasa. Da drüben war dieses, der Spa-Bereich. Jetzt sind wir gleich da. Was ist das für ein Ort? Einer mit Supermutanten. Ist ja super. Halte mal, ey. Wir haben ein Level Up. Hab ich völlig vergessen. Was sagt denn nun die höchste Stufe? Strahlungsschaden heilt jetzt langsam und stellt dabei Gesundheit wieder her. Oh! Das ist sehr, sehr verlockend. Stimmt, Strahlungsschaden ist weg. Guck mal, der Strahlungsschaden ist ganz weg. Wir hatten gerade ein bisschen was und jetzt... Krass. Aha. Nix gewesen. Der ist weg. Oh, Jaguai-Fleisch. Nett. Das nehmen wir doch gerne an uns. Bombs. Ein Schlag reicht für die. So super sind... Oh, Entschuldigung. Entschuldigung! Ich wollte dich nicht schlagen, aber ich konnte den Schlag nicht mehr abbrechen. Ah, fuck. Ach komm, stirb einfach. Wie er umfällt, ey. Bams. Bams. Schon wieder so einer, ey. Und da fliegt das Köpfelein. Oh, da ist ja noch einer neben uns. Aha. Au. Moment, hau mal ein Stimpack rein. Aha. Aha, ich bin ein bisschen schneller als du, hä? Oh oh. Au. Boah, ey. Jetzt haben wir ihn. Kann ich die jetzt alle nicht looten? Kann ich. Noch ein paar Kronkorkilis. Ja gut, jetzt durchsuche ich erstmal generell hier den unteren Bereich. Redhirsch, warum nicht? Redhirschfleisch kann man ja auch. Gott, ey, wenn ich jetzt die technische Bruderschaft, nicht technische Bruderschaft, was rede ich denn da? Die erstellende Bruderschaft, die ich schon längst ausgelöscht hätte. Ich hätte so viele technische Dokumente hier. Aha. Gut, also den unteren Bereich haben wir jetzt hier untersucht. Dann können wir jetzt endlich hochgehen. Den hier haben wir schon fertig gemacht. Maulwurfsrattenfleisch, warum nicht? Eine Wirbelsäule will ich jetzt nicht. Diese Kiste sieht so aus, als ob man sie looten könnte, aber man kann sie nicht looten. Ja, doch sicherlich noch irgendwo so ein Schatz oder sowas. Supermutanten haben doch eigentlich immer einen Schatz. Das ist nicht das, was ich gemeint habe. Normalerweise haben die doch immer irgendwo eine größere Kiste. Ich kann hier gleich kochen. Das werden wir auf jeden Fall auch noch als in der nächsten Folge am Anfang machen. Für noch ein paar XP. Und hier... Oh. Ist gut. Halt die Klappe. Oh, oh. Bett. Oh, da oben ist einer. Ach, das ist ein besonderer. Dann hauen wir ihn mal. Der wird eh gleich mutieren. Ja, war doch klar. Jetzt haben wir den entwaffnet. Oh, schön eingesperrt. Oh.
Au, er haut mich auch. Au! Hör auf damit. Au! Und jetzt können wir ihn wunderbar zusammenkloppen. Boff! Oh, er ist auf die Knie gegangen. Verneige dich vor deinem Meister! Ja. Schnell ziehbares Gauss-Gewehr. Weniger Aktionspunkte kosten. Sowas ist nicht schlecht. Sowas ist echt nicht schlecht. Wir sind schon wieder überladen. Ich höre es. Komm mal her. Am Ende dieser Folge. Hey. Ich mach das noch schnell, Leute, ne? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ade.